Ja, als ich Anfang dieses Jahres wieder einmal bei den Haxfelder Werkstätten zu einem Informationsbesuch war, äußerte der Sprecher der dortigen Beschäftigten eine Vision, die mir seither wirklich haften geblieben ist, nämlich in 10 Jahren sollte eigentlich nicht mehr über Begriffe wie Inklusion oder Integration geredet werden. Dann sollten behinderte Menschen ganz selbstverständlich als gleichberechtigte Mitglieder der Gesellschaft akzeptiert sein. Und dem engagierten Einsatz der Lebenshilfe Karlsruhe, Ettlingen und Umgebung in den letzten 50 Jahren für die Belange behinderter Menschen verdanken wir, dass wir in der Region wirklich schon große Schritte hin zu diesem Ziel gemacht haben. Und ich bin mir auch sicher, dass die Lebenshilfe Karlsruhe maßgeblich daran mitwirken wird, dass eine umfassende Teilhabe und Mitbestimmung von Menschen mit Behinderung in allen Lebensbereichen erreicht wird. Politik für Menschen mit Behinderung ist eine Querschnittsaufgabe für Bund, Länder und Kommunen sowie die gesamte Zivilgesellschaft. Teilhabe umfasst dabei die Arbeitswelt, das Bildungswesen, die Gesundheitsversorgung ebenso wie Sport, Kultur und Politik auf allen Entscheidungsebenen. Und Inklusion gelingt genau dann, wenn Menschen mit und ohne Behinderung im Dialog sind. Und insofern freue ich mich auf gute Gespräche am heutigen Geburtstagsempfang. Und ich gratuliere der Lebenshilfe Karlsruhe ganz herzlich zu ihrem 50-jährigen Jubiläum und wünsche für die weitere Arbeit weiterhin viel Erfolg.